so aus. Und innen drin dieses Mikrovlies, Gewebe, Stretchvlies. Naja, das muss man auch erstmal mägeln, das ist auch komisch. Stretchvlies, Jacke. Das sind diese Vlies. Cool, ist eigentlich auch gut. Stretchvlies, Jacke. Das, Rosemarie? Sagt die Rose. Sollen wir mal gucken, was sie kostet? Die Jacke. Das sind Kurzhände, oder? Bitte? Das sind Kurzhände. Stretch. Kostet 41 Euro. 41 Euro und 60. Von James and Nicholson. Was sagst du dazu? 41 Euro ist uns das wert. Kann man schlecht sagen, oder? Gut. Guter Hund, ja. Also besser als der Zipppulli von der Farbe her. Besser als mein Zipppulli? Ja. Mit dem Grabestrahl. Und ist so, wie gesagt, so ein Stretch-Material. Eigentlich. Schön weich inne. Was haben wir gesagt? 41 Euro. 41 Euro. Dann habe ich natürlich mehrere Farben genommen, zum Gucken, wie es mir gefällt. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, ob ich damit klarkomme, weil ich hier immer eng brauche. Bäume und Bündchen. Reim ist ein Mann des Bündchens und hat sogar eine Jacke dabei. Mütze dabei. Die heißt James and Nicholson. James & Nicholson 777 770. Eine kleine Weste. Also ich muss echt sagen, bisher gefällt mir das alles ganz gut. Also wenn ich jetzt immer aufs Geld letztendlich auch nicht achten müsste, dann stelle ich einfach so alles in die Tüte rein. Ist eigentlich alles recht praktisch. So, wie sagt man, so wie Velour oder sowas. Ich gucke mal, wie das heißt. 770 haben wir gesagt. Und kostet, wir sagen 770. Kostet 33 Euro von James und Nicholson. Was sagst du dazu? Fließjacke nennt sich sowas. So aus Fließjacke und wir sind bei 33 Euro. Am Schluss bin ich ja total durcheinander, was jetzt noch habe an Preisen, was ich nicht habe an Preis. Was sagst du? Bin ich dir auch schön genug? Ja, gut, ja. Ja, okay. Structured heißt. Das heißt, es hat so die Struktur von einem Bademantel. Kann man das so sagen? Doch, auch sehr angenehm. James Nicholson und die Nummer ist die. Wir wählen die Nummer James Nicholson JN 597. Das Interessante ist, dass ich ja mittlerweile, welche Nummer hat man? JN 597, oder? Also Structured Fleecejacke. Was kostet sie, Ros? Du sollst nicht googeln. Und was schätzt? Was kostet sie? Diese Jacke kostet
Fließjacke, ist praktisch eine Fließjacke. Was schätzt? Weiß nicht. 28 Euro. Okay. Ist so für zu Hause zum einfach mal zum Drunterziehen. Eigentlich könnte man sagen. Drunterziehen irgendwas. So. Unsere andere Jacke. Ja, so unten drin lassen. Oder drin so. Aber bis zu die. So, das sind jetzt wieder die Jacken von James & Nicholson. Und James & Nicholson macht einfach, das habe ich mir gleich gedacht beim Anziehen. Coole Jacke. Mit Mütze quasi. Die ziehe ich dann im Homeoffice an. Und die ist auch schon enger geschnitten. Das heißt, mit diesem Schnitt L kann man die gut anziehen. Und woran ist mir das gleich aufgefallen? Die Hand hier, so bei den Jacken, das ist so ein Stretch-Material. Muss es mögen oder nicht, ja, mit so Velour innen drin. Die habe ich mir dann in zwei Farben gekauft. Ich habe halt gern so Jacke an, da kann ich dann meistens, das Ding nutze ich als, das dann als Schal, so wie Schal, also dass eine Seite nicht so kalt herkommt. Und kann dann immer, wenn ich zum Aldi gehe, bei den kalten Sachen, bei den kalten Gemüseregale, Frierregale, da friert es mir dann nicht so arg. Okay, Olli, einfach wenn ich draußen bin, kann ich das kurz einziehen. Ganz toll dran, James & Nicholson. Hier hast vorne so, geht's, ist nicht so lummelig, ja? Lummelig sagt man dazu. Und hier ist schon enger geschnitten. James & Nicholson, Reißverschluss JKK. Das ist eigentlich das Wichtigste. Color ist, das ist die Artikelnummer. Aber noch wichtiger ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung. Nennt sich dann Stretch Kapuzenjacke, oder? Stretch Fließjacke heißt es. Stretch Fließjacke. Wir gucken die auch nochmal an. Reißverschluss geht ordentlich auf. Und das ist so ein ziemlich leichtes Material. Und das ist dieses Vlies. So sieht es aus, Vlies. Und hat so ein leichtes Muster, damit er nicht ganz einheitlich. Arbeitskleidung. Und Arbeitskleidung ist ja cool. Warum Arbeitskleidung? Ja, ich nutze das ja zum Arbeiten. Ja? Das ist das Gute dran. Ihr werdet mich immer in Zukunft immer öfter sehen mit Arbeitskleidung. Weil, warum Arbeitskleidung? Arbeitskleidung ist nun mal halt besser verarbeitet. Die Ware sind hochwertiger, als wenn du jetzt so beim Discounter was kaufst. Kann man schon so sagen. Also, zwei neue Lieblingsjacke, mit denen sehe ich mich öfters. Das Material ist so am Anfang ein bisschen so wie klebrig, so meint man, ja, das ist, weil das, dieses Stretch-Material ist, das geht dann beim ein-, zweimal Waschen, ist auch dieses leichte, anhaftende, ganz, ganz kleines bisschen, ja, so wie statisch oder so, das geht dann danach natürlich weg. So, das war die zwei Jacke. Und auch nochmal von James and Nicholson. Das ist ein schöner Name. James & Nicholson. Eine Jacke in Blau. Auch das nennt sich dann, ich glaube, Fließjacke oder so. Schön dünn. Fließjacke ideal für Homeoffice. Ja. Gibt es was Besseres als Homeoffice? Nein, gibt es nicht. Kontrast, schwarz, blau. Auch mit schönen Täschchen, ja, okay. Sieht so aus. Und hast natürlich so an. Ist ein bisschen weiter geschnitten. Kleines bisschen weiter geschnitten als die vorigen Vorgängermodelle, wo ich gerade an hatte. Die war ja mit Stretch, mit Super Stretch, yeah. Aber hat das jetzt so Dings drin? Nee, hat es nicht. Schönes Blau. Heißt dann immer Azurblau, gell? Azur, nee, oder
irgendeine Farbe hieß es immer, ich weiß nicht mehr, in meinem schönen Malkasten war das immer dran, das dunklere Blau, das war immer Marine Blau oder so. Marine Blau, yeah. Okay. Blaue Jacke von. Nennt sich Royal. Royal Melange Blue, ja. Das ist von Royal. Schön leicht. Hat hier das nicht kein Stretch-Material. Ja, gucken. So. Das, was man manchmal so von den Sofas her kennt, ja. Schöner, schöner, weicher Stoff. Also, wenn ihr immer so anguckt, hier, wie heißt es nochmal, nicht Shopping Queen, ja. Das sind die, meiner Meinung nach, hochwertige Sachen. Also, hochwertig heißt, das ist natürlich jetzt ohne Logo drauf, ohne dieses Geschnulze da, sondern das sind einfach hochwertige Sachen, die gut zum Tragen sind. Weil sie dafür sind sie auch gemacht, dass man sie nicht einmal anzieht, sondern öfters anzieht. Ja? Also, gekauft. Ja, wie viel Euro habe ich bei Shopping Queen? Shopping Queen habe ich dann, was kriegt man um 500 Euro? Da kann ich, oh ja, die Jacke habe ich jetzt gekauft bei Shopping Queen, okay? Bei Shopping Queen kommt noch mein allerletztes für heute. Das ist mein von BP. Da habe ich auch schon ein paar Jacken vorgestellt. Mein Logo. Logo von BP. Ja, okay. Ich nehme an, Polyester oder sowas. Eine Fließjacke für Herren. So innen aus. So sieht sie außen aus. Hat hier diese Tasche so eingenäht. So, wozu brauche ich so eine Jacke? Ist ganz einfach. So eine Jacke, die brauche ich, wenn ich in den Keller gehe und im Keller meine Arbeiten mache. Und zwar meine Reaktorarbeiten. Meistens ist es kühl und da habe ich dann meistens so eine Jacke an. Die braucht immer meistens hier so ein leichter Verschluss, dass hier das, hier mag ich manchmal entweder Bündchen oder sowas, was schnell drüber kommt, das Bündchen, okay. Dann habe ich hier Reißverschlüsse sind sehr gut. Und da ist ein bisschen weit, ein bisschen lummelig, das fände ich jetzt nicht ganz so. Aber so sind Velourjacken sind so geschnitten. Könnte ein bisschen enger sein. Material ist so, ich sag mal, vielleicht Polyester oder sowas, irgend sowas, keine Ahnung, Kunststoffart, das ist bei alle Jacke so, bei alle Fließjacke, wie kriegst du denn Fließ hin? Fließ kriegt man nicht aus Baumwolle, sondern Fließ ist immer Polyamid, Poly irgendwas, so vom Ding. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr wünschen, als es unter mehr zusammengegangen hätte. Das war jetzt die Jacke BP. Und somit habe ich, glaube ich, alle Jacken durch und alles ausprobiert, was ich brauche für ein künftiges Leben. Ich muss nachher die Preise nochmal nachgucken. Okay, so sieht die Jacke schön aus.